Wir fangen heute mal an mit was ganz Besonderem. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, Leute. Jesus muss ins Gefängnis. Es ist unglaublich. Jesus muss ins Gefängnis. Wer hätte damit jemals gerechnet, dass ein Gangster-Rapper tatsächlich ein Gangster ist? Ich bin gespannt. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Und mal ganz kurz minimal reagieren auf ein paar Sachen. Und dann, let's go. Von Reue ist am Tag der Urteilsverkündung bei Jesus nichts zu spüren. Jesus ist so unglaublich breit und groß. Guck mal. Der kommt nicht mal durch die Tür. Ich als Richter würde mir es niemals anmaßen, Jesus zu sagen, I'm sorry, Bro, du musst jetzt in den Knast. Bro, Digga, der ist ein Riese. Der ist riesig und gefährlich, Digga. Also das würde ich sagen, Bro. Komm, letzte Verwarnung jetzt, aber jetzt reicht's wirklich. Also ich hatte als Richter Angst vor ihm. Als Richter Johann Krieten verkündet, dass der Rapper für... Aber Johann Krieten ist auch ein stabiler Bratan, man sieht's. Breite Schultern, stabile Narbe hier auf jeden Fall, der hat schon einiges mitgemacht. Der Bro wird wahrscheinlich auch jemand sein, der sich verteidigen kann. 1 Jahr und 6 Monate ins Gefängnis und dazu noch 510.000 Euro. Das finde ich krass. 510.000 Euro, Alter. Das muss man sich mal vorstellen. Da muss unser eins 1 Monat für arbeiten. Just kidding. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. 510.000 Euro. Holy shit, Digga. Das ist in fucking sane. Das ist insane. Also wirklich. 510.000 Euro und nochmal 1,5 Jahre. Also die 1,5 Jahre stehen ja noch aus. Das geht jetzt, glaube ich, nochmal vor das Landesgericht. Genauso wie diese 510.000 Euro Bußgeld. Aber Bro, dieser Bußgeldsatz, holy shit, noch nie sowas Krasses gehört. Wo Geldstrafe zahlen muss, zeigt der sich völlig unbeeindruckt. Körperverletzung. Der ist einfach Christian Lindner. Unerlaubter Waffenbesitz, Drogenbesitz und versuchter Diebstahl. Keine besonders schwere Verbrechen. Dennoch kam fürs Gericht eine Bewährungsstrafe aufgrund der vielen Vorstrafen. Ja, okay. Es hat mehrfache Warnungen gegeben. Alles hat den Angeklagten nicht davon abgehalten, immer wieder Straftaten zu begehen. Und hier wäre es für das Rechtsempfinden der Allgemeinheit auch schlechterdings unverständlich, wenn eine solche Strafe dann nicht vollstreckt werden. Das zeigt nochmal, Prominenz und Geld schützt vor Strafe nicht, Alter. Also das ist schon crazy, Mann. 1,5 Jahre. Schon echt, schon krass, Mann. Richter Krieten, für seine oft harten Urteile bekannt, ging sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Und das ist selten, habe ich bei beim Anwalt Christian Solmecke gelernt. Das passiert eigentlich nicht, dass ein Richter über das geforderte Strafmaß der Staatsanwaltschaft hinausgeht. Das ist krass. Die hatte nur 1 Jahr und 2 Monate Haft für Christopher Klaus, so der bürgerliche Name, gefordert. In seiner Urteilsbegründung liegt... Alter, wie hält denn das Mikrofon? Er hält es ja so. Bisschen weird. Richter Johann Krieten keinen Zweifel daran, wie sehr es ihn ärgert, dass Jesus in seiner langen kriminellen Karriere immer wieder mit Geldstrafen davongekommen ist. Mhm. Er sei ein Sozialrüpel, der sich nicht bessern würde. Und da kann ich halt ein Stück weit verstehen, dass die Strafe so hoch angesetzt worden ist. Ich meine, es ist schon krass so, aber es ist halt immer wieder Rückfälligkeiten gegeben und so. Und ich glaube, es hört halt nicht auf. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, keine Ahnung, 1,5 Jahre, pff, ist schon krass. Krieten zu Jesus. Wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast. Boah, krass. Dazu eine Geldstrafe von mehr als 500.000 Euro, weil Jesus aus seinen Straftaten Kapital schlage, indem er sie veröffentlicht. So postete er in der Silvesternacht 2018-19 dieses Video auf Instagram. Der Besitz von Waffen war ihm zuvor verboten worden. Ja gut, da würde ich dann, also ja gut, schwierig, ne? Im Prozess hatten 2 Zeugen angegeben, sie selbst und nicht Jesus würden die Drogen bzw. Waffen besitzen. Das Gericht glaubte ihnen nicht. Oh, okay, das heißt, er hat sogar noch Leute, die für ihn da quasi eingestanden haben. Crazy. Der Vorsitzende hat sich auch sehr kritisch in Richtung Verteidigung geäußert. Und hier darauf hingewiesen, dass nach seiner Meinung die Verteidigung diese Zeugen bewusst in eine Falschaussage hat laufen lassen. Jesus bleibt bis auf Weiteres auf freiem Fuß. Sein Verteidiger Christopher Posch kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Ja, es geht wahrscheinlich vor das Landesgericht, ne? So wie es aussieht. Still fucking insane, wenn man ehrlich ist, Alter. Wirklich ziemlich, ziemlich krass. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist eine ziemlich harte Strafe, aber Jesus ist auch ein ziemlich harter Kerl. Was soll ich sagen, Alter?